Das Spiel letzten Samstag gegen den KFC, das begann gleich richtig gut und zwar mit der Verkündung der Vertragsverlängerung von unserem Kapitän Sören Sieg. Und das sagt der Torschütze zum 1:0 selbst dazu. Ja, Sören, hast deinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert? Freust du dich? Ja, natürlich. Ich denke, es ist was Besonderes, in der Regionalliga zu spielen mit den Traditionsvereinen Aachen, Essen. Ja, vielleicht steigt auch einer von denen auf, aber ich denke, ich freue mich auf nächstes Jahr. Davor liegt natürlich noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber ich bin recht zuversichtlich, dass es klappt und dann das zweite Jahr Regionalliga mit dem SV Rödinghausen. Ja, mein heutiger Gast, unsere neue Nummer 22 aus Regensburg gekommen, Markus Smarzoch. Schön, dass du da bist. Hi, servus. Smarre, du bist aus Regensburg hier hingekommen. Hast du dich denn schon gut einleben können in der neuen Heimat? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon, also ich sage wir, weil ich wohne mit Sini Veselinovic zusammen in einer Wohnung. Wir haben eine Wohnung gefunden, haben uns gut eingerichtet, sind jetzt auch fertig geworden und jetzt beginnt der Alltag und auf jeden Fall super eingelebt, auch hier im Verein wurden wir super aufgenommen. Was soll ich sagen, die Mannschaft ist super, jeder einzelne Kameradschaft ist da und ja, es macht einfach Spaß hier. Man sieht das natürlich bei dir auch schon auf dem Platz, wenn wir mal zurückdenken, gegen Viktoria Köln, das 1:1, ja, die Grätsche da an der Mittellinie hast quasi mit eingeleitet, den Ausgleich. Gegen den KFC hast du jetzt zwei Treffer vorbereitet. Warst du schon immer so ein Vorbereiterstürmer? Also ich lasse mich ja auch viel nach hinten fallen und versuche auch ein bisschen was für den Spielaufbau zu tun. Generell, klar, habe ich schon auch öfters Tore vorbereitet, schieße aber auch selber eigentlich gerne welche. Ich hoffe, das werde ich dann in den nächsten Wochen noch zeigen können. Bin aber ganz guter Dinge, dass das jetzt auch noch klappt. Ja, das hoffen wir doch, dass du auch das eine oder andere Mal einnetzt, ne? Ja, natürlich. In den letzten Partien konnte man öfters ja wirklich echt schöne Spielzüge von euch sehen. Was würdest du sagen, sind im Moment so ja, die Stärken von der Mannschaft? Also in den ersten beiden Spielen konnten wir klar erkennen, dass wir auf jeden Fall einen guten Kampfgeist gezeigt haben. Wir haben uns wirklich in die Zweikämpfe reingehauen, haben wirklich alles gegeben, um die Bälle zu gewinnen. Ein paar gute Spielzüge gab es auch, was nicht ganz so leicht war, zwecks der Platzverhältnisse. Aber dennoch finde ich auch, dass es eine große Stärke ist, dass wir wirklich übers Fußballerische kommen, dass wir technisch eine gute Mannschaft sind und wirklich auch versuchen, Fußball zu spielen. Und gegen Uerdingen haben wir auch gesehen, dass wir uns zahlreiche Chancen erspielen konnten. Es müssen halt jetzt noch ein bisschen an der Chancenverwertung arbeiten. Aber genau diese Stärken, die wollen wir natürlich sehen am Samstag in Verl beim OWL-Derby auswärts, wo Sie natürlich wieder dabei sein können. Per Fanbus können Sie sich anmelden in der Geschäftsstelle und können dann mit anreisen nach Verl. Ansonsten natürlich auch von zu Hause per Live-Ticker. Und dann wollen wir auch hoffen, dass das vom Tor ein bisschen besser klappt. Vielleicht die nächsten Dreier gibt. Drei Tore reichen, ja, oder? Drei Tore reichen, genau. Also drei Tore, drei Punkte. Bis dahin. Servus.